kein geringerer wie Lars Eriksen war live zu Gast bei mir auf Instagram. Ein mega spannendes Interview haben wir dort geführt. Ich habe das aufgezeichnet und jetzt für dich hier noch mit dabei. Lars, extrem professionell und auch super sympathisch. Der hat mir im Interview, wirst du dann auch gleich sehen, des Öfteren den Hintern gerettet. Ich war extrem nervös, es war mein erstes Interview und wir haben in der Spitze über 500 Gäste mit dabei gehabt, beziehungsweise eben Leute, die wo live mit dabei waren. Dementsprechend war ich natürlich auch nervös. Ich denke mal, das ist menschlich. Nach dem Interview würde es mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann einfach gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr zum Beispiel noch Vorschläge habt für kommende Gäste, schreibt es mal gerne in die Kommentarbox rein. Ich versuche da alles möglich zu machen, damit wir einfach dort auch mega krass viel spannende Gäste hier begrüßen dürfen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Interview. Hi. Ja, hallo Lars. Es freut mich richtig, dass du vorbeischaust. Ja, ich höre dich. Hörst du mich auch? Ich höre dich auch, genau. Und grüße dich auch. Sehr schön, ja. Mich freut es wahnsinnig, dass du vorbeischaust. Hey, voll cool. Dankeschön dafür erstmal. Sehr gerne. Wort ist Wort. Ja, haben wir heute einen guten Tag ausgesucht. Amerika, die Börsen sind zu, gell? Genau. Ja, eigentlich ist es mir erst heute aufgefallen. Und normalerweise hätte ich jetzt vielleicht heute mein Sportprogramm ein bisschen vorgezogen, aber für dich schiebe ich das gerne noch ein bisschen nach hinten. Ja, perfekt. Ja, man kann ja aktuell leider nicht viel machen, gell? Nee, meine Sportarten machen wir so schon nicht. Aber ich meine eher so die Sachen, die man machen muss. Also ja, ein bisschen Fitness, ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Kondition. In deinem Alter vielleicht noch nicht zwangsläufig notwendig. Aber wenn ich das nicht mache, dann falle ich in mich zusammen irgendwann. Ach, das glaube ich jetzt auch nicht. Schaust doch immer noch gut aus. Danke. Obwohl, jetzt mal ganz ehrlich, wie alt bist du? Ich weiß das zum Beispiel gar nicht. Und ich denke mal, das werden auch die meisten hier gar nicht wissen, oder? Ja, können ja schätzen. Jetzt warte ich auf die Schätzung unten. Wird spannend, also. Ja, schreib's mal rein, wie. Ja, super. Oh. 60. Ja. Kannst du den rausschmeißen? Das muss doch gehen, oder? Ja, mit Sicherheit. Ich blockiere die dann gleich alle. Jetzt hör auf, Alter. Ja. Ja, also ich bin noch nicht 50, aber nächstes Jahr schon. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, Lars, jetzt bist du ja bei mir. Stell dich doch mal gerne selbst vor, weil eigentlich kenne ich dich auch nur über YouTube. Ja, tatsächlich. Das ist auch das, was ich gerne mache. Mein Namen kennst du ja. Und ich mache gerne YouTube, ich mache gerne Podcast. Ansonsten habe ich auch ein paar Leser, die dann exklusive Informationen von mir bekommen. Und beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit der Börse. Tatsächlich aber auf diesem Weg, also über die sozialen Medien seit 2016. Ich glaube, ich habe bald 5-jähriges Jubiläum. Und ja, quasi von der Isolation vor den Bildschirmen. Ich bin ja nicht über die Aktien, über die langfristige Anlage zur Börse gekommen, sondern über das Trading. Von der Isolation der Bildschirme jetzt an den größeren Bildschirmen und weniger Isolation. Ja. Ja, sehr cool, weil ich war jetzt gerade extra noch auf deinem YouTube-Kanal drauf und tatsächlich Ende 2015 bist du gestartet. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, die ersten Videos stehen da wie ein Mahnmal und wo man sagt, oh no, was hast du denn da gemacht? Aber gut, viel zu nah dran teilweise, richtig geschwitzt, gar nicht mal dran gedacht, dass man das eventuell auch sehen könnte. Ich gucke sowieso schon meine eigenen Videos nicht an. Wenn ich die ersten anschaue, dann weiß ich auch, warum nicht. Aber ich glaube, da geht es nicht nur mir so, dass man sich selber jetzt nicht so gerne anschaut. Und vor allen Dingen die eigene Stimme, finde ich, klingt immer irgendwie komisch. Und ja, muss ich nicht unbedingt machen, aber solange es ein paar anderen gefällt, reicht mir das dann. Ja, ich muss jetzt gerade selbst so lachen, weil ich habe mir selber jetzt meine ersten 2 Videos letztens angeschaut und ich habe selbst so lachen müssen. Also es ist echt krass, wie man sich selbst entwickelt und das ist ja auch irgendwo wie so ein Tagebuch und das ist einfach genial, wenn man mal sieht, wie man angefangen hat, wo man jetzt ist und wo man vielleicht in ein paar Jahren ist.
Ja, genau. Ich weiß auch, dann stand ich häufig an so einem Flipchart, um mal was zu erklären, wobei das fand ich gar nicht so schlecht. Dann hatte ich mal eine Phase zwischendurch, da habe ich versucht, das heißt versucht, da habe ich so SEO-Videos gemacht mit so einem großen Bildschirm. Das war dann professioneller, aber mir auch irgendwie wieder zu professionell, weil ich mich gar nicht so als den SEO-Typen gesehen habe. Ich wollte ganz gerne meinen eigenen Standpunkt immer mit auf den Weg geben. Und ja, hast vollkommen recht. Man probiert aus und dann findet man seinen Weg im besten Fall. Ja, auf jeden Fall, du machst das richtig gut. Da muss man jetzt auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Lob aussprechen und deine Aufrufzahlen und auf jeden Fall Abonnenten sprechen ja wirklich da Bände für sich. Ja, also vielen Dank. Unter dem Strich ist, also ich meine, es ist gar kein, wir alle schauen ja immer mal mit so einem, ich will nicht sagen neidischen Auge, aber mit seinem aufmerksamen Auge auf das, was passiert. Ich meine, wenn wir jetzt einen Gaming-Kanal heute Nachmittag aufmachen und wir machen das einigermaßen anständig und dann machen wir vielleicht noch irgendwas Skandalöses, ja, da haben wir nächste Woche mehr Aufrufe als jeder Finanzkanal. Aber das ist dann einfach so. Und innerhalb seines Sektors, wo man sich bewegt, muss man dann vielleicht auch zufrieden sein. Und ich denke, so das Entscheidende ist ja am Ende, dass du bei, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar hundert Videos hochgeladen. Es fühlt sich immer dann anstrengend an, wenn man versucht, den anderen irgendwas recht zu machen. Also solange man sich da einigermaßen treu bleiben kann und sagt, ja, ich finde nun mal, dass langfristig die Börse etwas ist, wo man investiert sein sollte, dann muss man das eben auch sagen. Selbst in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Und wenn man eben ein Crash-Prophet ist, dann muss man eben jedes zweite Video über den Crash machen. Das ist dann auch in Ordnung. Hauptsache, man bleibt sich selbst einigermaßen treu. Und wenn dann diejenigen, die sich das anschauen, am Ende auch noch auseinanderhalten können, womit man langfristig die bessere Rendite macht, umso besser. Aber wenn es vielleicht auch nur unterhalten hat, dann ist es auch in Ordnung. Absolut richtig, ja, die Crash-Propheten, aber es zieht tatsächlich dieses Thema. Ich weiß auch nicht wieso. Sobald du da was siehst, die haben extrem viele Klicks drauf. Und wenn du es anschaust, okay, ja, der Dirk Müller ist, denke ich mal, der bekannteste da im deutschsprachigen Raum, aber die Videos sind halt auch gut gemacht. Ich finde auch, dass es sympathisch ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es nicht sympathisch ist. Kann ich dir nur zustimmen. Also er ist rhetorisch gut, Zusammenhänge sind gut erklärt und ich mag seine Stimme auch gerne hören. Das alles, ich stimme inhaltlich selten überein, aber oder würde ich gar nicht mal sagen, ich stimme auch oft inhaltlich überein, nur die Quintessenz, was sich daraus für ihn ergibt, die finde ich nicht richtig. Letztendlich zu sagen, Sachwerte sind das, was du langfristig haben musst, aber diesmal eben nicht. Diesmal musst du auf den einen Crash warten und dann steigst du ein gemeinsam mit mir. Das sehe ich eben anders. Aber nachvollziehbar finde ich das schon, denn Angst ist so ziemlich das elementarste und extremste Gefühl, was wir kennen. Angst und Gier. Und solange man eins von beiden bedienen kann, möglicherweise ja auch nach bestem Wissen und Gewissen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also ich sage gar nicht, dass all diejenigen, die jetzt mit dieser Angst möglicherweise spielen, die auf den Crash hinweisen, die auch immer sagen, es muss der Crash kommen, ich möchte gar nicht behaupten, dass die nicht möglicherweise genau das so denken und meinen, du musst jetzt raus, um dann die eine große Gelegenheit zu nutzen. Ich habe nur einen gänzlich anderen Ansatz und glaube einfach, dass derjenige, der nicht investiert ist und auf den einen Tag oder auf die eine Situation wartet, ja, der verpasst halt oft sehr viel Rendite. Und an sich ist das die größte Spekulation von allen. Zu sagen, es kommt der Tag und dann steige ich ein. Das ist ja noch viel mehr Spekulation, als es jeder aktive Anleger machen würde, der einsteigt, der einen Stop hat, der vielleicht eine trendbestätigende Geschichte macht. Die größte Spekulation von allen ist immer noch zu sagen, ich weiß, wann das Tief erreicht ist. Das weiß ich nicht und deswegen behaupte ich es auch nicht. Also ich denke mal, nach dem letzten Jahr, das war schon auch, also für mich war es ein extremes Learning. Im Endeffekt musst, also wenn du gute Aktien hast, das ist jetzt relativ was, einfach Augen zu und immer wieder nachbuttern. Hätte ich jetzt behauptet, im Nachhinein ist die beste Lösung, weil du wirst niemals das Tief erreichen und einfach, wenn du jetzt 1.000 Euro investierst, dann eben auf zwei, dreimal aufteilen und immer reinbuttern, solange es geht. Genau, also so ist es am Ende. Im besten Fall hat man,
dieses Aufteilen und das, solange es geht, vorher schon mal festgelegt, dass man sagt, kann ich 2 oder 3 oder 4 Tranchen, kann ich mir das erlauben? Kann ich möglicherweise auch irgendwo noch was locker machen, was eigentlich nicht dafür vorhergesehen ist, aber ich kann auch jahrelang darauf verzichten. Sonst ist es zu riskant, aber das ist der Weg. Und was man feststellen kann bei dieser Taktik, selbst für einen ETF-Käufer, also nichts gegen ETF-Käufer, ja, aber selbst bei dem, ich kenne Freunde, die dann sagen, wenn der Markt so und so viel Prozent fällt, ich habe das kürzlich mal im Video vorgestellt, dann lege ich 20% auf die Rate drauf. Wenn er 20% fällt, der Markt, dann lege ich nochmal 50% drauf. Und wenn er mehr als 30% fällt, das ist ja nicht so oft der Fall, dann verdopple ich meine Rate. Da kann ich mir ja vorher ausrechnen, wie lange und wie viel brauche ich, um das machen zu können. Und das ist schlicht und einfach eine Strategie, die bisher eine Erfolgsquote hat von 100%. In Krisen oder in Crashphasen zu kaufen, hat bisher immer funktioniert. Nicht immer wurde man so wie im Jahr 2020 direkt dafür belohnt. Manchmal hat es auch 2 oder 3 Jahre dafür gedauert. Aber wer 5 Jahre gewartet hat, für den hat es immer funktioniert. Selbst in den 80er Jahren, die immer genannt werden als das verlorene Jahrzehnt an der Börse. Selbst da hätte das geklappt. 1987 gekauft, mehr Strategie, wärst du Anfang der 90er ein Happy Camper gewesen. Und solange eine Erfolgsstrategie 100% hat, finde ich, das ist ja mal schon ganz okay. Wenn man sagt, eines Tages wird die Welt untergehen, dann antwortet Winnie Pooh, aber an allen Tagen nicht, an den anderen Tagen nicht. Und so ist es letztendlich auch bei den Anlegern. Wenn die Welt untergeht, dann wird es nicht mehr klappen. Aber dann ist dir dein Aktienplan auch egal, weißt du? Da musst du noch eine gute Flasche im Keller haben, mit der du dir nochmal einmal die Kante geben kannst. Aber da warst du wenigstens live dabei beim Weltuntergang. Also es funktioniert einfach immer. Man muss lediglich ein bisschen, muss die Magenschmerzen ein bisschen aushalten und dann ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist alles. Ja, eine Strategie. Wie du eben gesagt hast, da einfach vorher schon alles festlegen, falls man wirklich kommt und dann auch wirklich nicht mehr von dem Plan abweichen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen den Plan abgewichen letztes Jahr. War ein Riesenfehler, aber im Nachhinein war es eigentlich das beste Learning. Wenn jetzt wieder was kommt, dann weiß ich, ich muss mich strikt nach diesem Plan quasi halten, was ich mir selbst aufgelegt habe, weil dafür gibt es ja, wenn es nach oben geht, einfach diese oben und unten Kanten. Und wenn es runter geht, dann musst du genau das machen, was du dir aufgeschrieben hast. Und das vergessen halt viele Leute. Es ist auch super, es ist auch nicht so, nur weil man das schon ein paar Mal erlebt hat, dass es dann easy ist. Aus heutiger Sicht, das gebe ich ganz offen zu, hätte ich im März mehr zugreifen sollen. Ich habe es nicht getan, weil ich so lange dabei bin, dass ich gewissermaßen dachte, ich könnte doch noch ein bisschen genauer das Ganze timen. Und ich habe ja dann, als wir uns erholt haben, gesagt, vielleicht gehen wir noch mal runter auf 6.600. Und aufgrund dieses Gedankens habe ich eben noch nicht das gesamte Pulver da reingeschossen, sondern dann erst ein paar tausend Punkte später, weil ich im gleichen Moment gesagt habe, okay, wenn der Markt über 11.400 Punkte ansteigt, das war mein Plan, dann kann ich mein Szenario, dass noch ein neues Tief kommt, ad acta legen. Also, ja, ich hätte dann bei 8.000 oder 9.000 Punkten hätte ich schon mehr investieren können, habe ich dann erst über 11.4, weil halt dann mein Plan sich geändert hat und gesagt, okay, dann sehen wir kein neues Tief. Und das überrascht dich dann immer wieder in dem Moment, weil natürlich keine Krise der letzten gleicht. Diesmal war es ja nicht der überbewertete Aktienmarkt. Es waren nicht die Immobilien wie im Jahr 2007, es waren nicht die Blase am Dotcom, also im Technologiemarkt wie 2000. Es war halt anders diesmal. Und wenn du sagst, oh scheiße, eine Pandemie, ja, das fühlt sich für dich dann auch komplett neu an, obwohl du schon seit 20 Jahren dabei bist. Und gerade dann, Telefon, aber soll uns ja nicht weiter stören. gerade dann musst du eben wirklich wie am besten an der Pinnwand dran deinen Plan und sagen, okay, jede Krise, ja, der Markt crasht ja nicht, weil er irgendwas erlebt, was er schon mal erlebt hat, aber ist egal, so sieht die Strategie aus, machen und Schnauze halten. Du hast das jetzt gerade richtig auf den Punkt gebracht, ja, einfach Augen zu und durch, egal was kommt. Ja, aber auch jetzt zuletzt, ich kenne ja deine Videos und alles, vielleicht wissen es die Zuschauer nicht, also du bist ja auch long auf jeden Fall in Bitcoin drin, was ich immer so raushöre. Das ist korrekt, ja.
Du siehst ja auch dieses extreme Potenzial drinnen. Jetzt sag mal eine Zahl, wo könnte man dieses Jahr ankommen? Also ich sage jetzt mal, also die 50.000 Euro könnte man durchaus vorstellen, aber es muss halt auch so wie letztens einfach immer mal wieder, ja, dass sich der Markt ein bisschen abkühlt einfach, weil das ist einfach so heiß gelaufen gleich mal. Also heiß gelaufen auf der Preisachse, auf jeden Fall natürlich. Denn wobei man das auch einfach, man kann einfach den Chart auseinanderziehen, dann sieht es nicht mehr so heiß aus. Kleiner Trick, wenn einen das stört. Aber ich habe mir tatsächlich, mache ich mir über Kursziele gar nicht so viele Gedanken, sondern mehr darüber, wo ich mit spekulativen Positionen ein- und wieder aussteige. Also mit meiner langfristigen Position handle ich ja nicht, sondern die behalte ich einfach. Und bei der habe ich gar nicht so sehr ein Preisziel, sondern vielmehr, wenn sich Bitcoin als Wertaufbewahrung etabliert, dann ist der Markt noch viel zu klein. Ob wir dann, was weiß ich, aus irgendeiner JP Morgan-Studie die 560.000 erreichen oder ja, wer hat noch nicht, wer will noch mal was Höheres raushauen oder auf 250.000 werden. Also aus so einem logarithmischen Chart kann man sich die verrücktesten Kursziele herausrechnen, wenn man das möchte. Bei der Position stelle ich mir aber gar nicht so sehr die Frage, irgendwann wird sich die Frage über einen Verkauf dann mal geben, weil ich eben in keiner Assetklasse, weder in Immobilien noch in Aktien, ich will nirgendwo all in sein. Und wenn Bitcoin siebenstellig sein sollte oder es reichen wahrscheinlich auch schon mittlere sechsstellige Zahlen, dann wäre ich komplett übergewichtet in Bitcoin. Einfach weil dann die Anlageklasse, dann hätte sich von jetzt aus nochmal verzehnfacht. Ja, und dann habe ich halt ein Übergewicht und dann werde ich dieses Übergewicht abbauen. Und bei der spekulativen Position frage ich mich eigentlich nur, wo ist das nächste Kaufsignal? Und was darf dann nicht passieren, damit dieses Kaufsignal wieder zurückgenommen wird? Und ansonsten, wir befinden uns im Markt, wo auch relativ viele, ja, wie sage ich das jetzt ohne, ich kann ja hier keine Daumen nach unten kriegen, oder? Nee, man kann nur keine Herzchen kriegen. Also es sind relativ viele Anleger in Bitcoin, die sonst mit dem Aktienmarkt gar nichts zu tun haben. Und der Nachteil daran ist, dass sie mit dem Umgehen von Korrekturen nicht so besonders viel Erfahrung haben. Das heißt, sie werden oft aus dem Bauch heraus reagieren und wahrscheinlich Positionen verkaufen, genau dann, wenn man eigentlich neue Positionen aufbauen sollte. Und das macht den Markt ein bisschen schwieriger, vermutlich auch noch mal volatiler, als er sowieso schon ist. Aber es hat den Vorteil für den erfahrenen Anleger, dass in solchen Märkten häufig so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung stattfindet. Und wenn ich jetzt mal raushauen sollte, dann würde ich sagen, eine selbsterfüllende Prophezeiung für 2021 könnte sein 100.000. Also wenn wir erstmal deutlich über die 60, 70.000 ansteigen, und dafür müsste Bitcoin ja sich nur noch verdoppeln, das ist ja nichts, dann glaube ich, dass diese Marke, dann kommen nochmal neue Käuferschichten in den Markt, die einfach sagen, ach Gott, jetzt, fuck, ich bin echt der letzte Depp, der kein Bitcoin hat. Und dann kommen mit Verlaub eben auch ein paar Schafe in den Markt rein und sagen, ich will es einfach nur nicht verpassen. Das ist im Übrigen auch okay, solange man beim Nicht-Verpassen immer noch einen Plan hat. Nur dann werden wir uns dieser Marke, diesen 100.000, die ich auch schon an vielen Stellen gesehen habe, einfach weil es von fünf auf sechsstellig ist natürlich schon nochmal eine ganz große Nummer, dann werden wir der uns wahrscheinlich unaufhaltsam nähern, weil immer neue Käufer kommen, die sagen, ja, also sechsstellig, das werden wir erreichen. Und das meine ich mit so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wie weit wir dann überschießen. Also an Allzeithochs ist eine Kurszielbestimmung immer schwierig. Wichtig ist nur an dieser Stelle, das muss ich mal ganz klar sagen, das ist eine spekulative Anlage. Wer jetzt auf die Idee kommt, zu sagen, ich baue jetzt hier meine Altersvorsorge ab oder meinen ETF-Sparplan oder ich verkaufe meine Eigentumswohnung in Wanne-Eickel, weil ich jetzt auch in Bitcoin rein will, der macht einfach einen Fehler. Der macht einfach falsch. Und das sage ich bei allem Optimismus. Man muss verschmerzen können, die Verluste, die man da reinsteckt. Ja, noch ist die Asset-Klasse so klein, dass sie theoretisch, könnt mich ruhig steinigen dafür, theoretisch auch noch wieder, ich will nicht sagen, in der Versenkung verschwinden kann, aber das kann
momentan auch noch ein Hype sein, der wieder zurückgeht. Ich glaube, der Markt wird viel erwachsener. Dennoch bleibt es für mich eine spekulative Anlage. Und wer das nicht als spekulative Anlage sieht, sondern als es kann ja gar nicht anders kommen, für den kann das halt richtig, richtig teuer werden. Und das darf einfach nicht passieren. Dann gibst du die Kontrolle ab über dein Investment und jo, dann bist du der Depp. Ja, du hast das jetzt echt gut auf den Punkt gebracht. Also das ist echt wichtig, dass man es weiß, dass einfach bloß ein paar Prozent von seinem normalen Vermögen da drinnen stecken soll. Ich sehe es selbst, ich mache auch ein bisschen Affiliate-Marketing, das kriegst du auch mit. Und zum Beispiel Bison kommt gar nicht mehr nach. Ich weiß gar nicht, wie viele Zehntausende Leute sich jetzt da aktuell eigentlich ein Konto eröffnen möchten. Das ist wie wenn, keine Ahnung, die möchten alle gerade durch eine Tür durch und das kommt ja alles noch. Ja, die Leute quasi in den Markt rein. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ein Freund von mir hat gerade aufgegeben, jetzt nach 2 Wochen und hat dann, glaube ich, bei Binance, glaube ich, ein Konto eröffnet, weil er sagt, toll, jetzt wollte ich mich, da anmelden, in dem Zeitraum ist Bitcoin 5 oder 6.000 weitergelaufen, Dollar. Ja, also erstmal glaube ich, dass es aus Sicht eines Unternehmens gut wäre, aktuelle Nachfrage bestmöglich zu bedienen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich Callcenter, ja, wir sind halt in einer außergewöhnlichen Marktphase und oder was heißt außergewöhnliche Umstände, vielleicht kriegen sie einfach nicht genügend, aber ich sage mal so, wenn ich ein Callcenter habe und ich sage, ich bezahle dir das Doppelte, dann müsste das vielleicht gehen. Also es ist eigentlich crazy, wenn man als Anbieter Nachfrage nicht bedienen kann. Also wenn die Bison-App eine Aktie wäre, dann wäre es nicht positiv. Nachfrage nicht bedienen zu können, ist nicht positiv. Aber wie dem auch sei, also ich habe die App ja selber und funktioniert ja auch gut. Aber wie du völlig sagst, die Nachfrage ist unglaublich, ja. Wir reden ja jetzt bloß von einem Land und wenn das jetzt, keine Ahnung, so, es sind ja viele Leute, die sich jetzt auch für den Aktienmarkt seit letztes Jahr interessieren. Ich schätze mal so mehrere 10.000 Leute, die wo jetzt rein möchten und wenn man das dann einfach mal so Richtung Amerika rüber tut oder allgemein Europa, was da einfach noch Potenzial drinnen steckt. Aber das sagst du auch genau richtig, das sind halt noch die Unerfahrenen irgendwo. Das war ja genauso am Anfang beim Kryptomarkt, habe ja dann auch im Juli alles verkauft, weil die Volatilität war ja einfach nicht gewöhnt. Also wenn es dann mal 20% über Nacht runtergeht, dann verkauft man halt doch mal schnell, weil man denkt, scheiße, jetzt habe ich doch irgendwo einen Fehler gemacht und am nächsten Tag steht es trotzdem wieder, ja, 15% höher, weil so erfahrene Leute wie du bis da einfach einsteigen, weil die genau wissen, was eventuell passieren könnte nach ihrem Chartmuster und das ist halt auch richtig, richtig genial. Also ich finde, ja, aber unabhängig vom Chart, wenn ich jetzt sagen würde, also ich glaube, dass Bitcoin für kurzfristige Trader ganz interessant ist, ist ja nicht meine Sache. Da bin ich ja doch eher der Aktien-Guy, aber das lässt sich relativ charttechnisch gut sehen, wobei man auch nicht vergessen darf, wenn ich das mir in einem Tageschart dann anschaue und dann sehe ich die Tageskerze und sage, ja, hat doch alles gepasst. Dann übersehe ich natürlich gerne, insbesondere im Kerzenchart, dass es mal eben kurz zwischendurch noch einen Ausschlag gab von 15 oder 20% nach unten. Sieht dann alles nicht mehr so dramatisch aus. Aber in dem Moment, wo man natürlich drauf schaut, ist es dann doch dramatisch. Und selbst das ist in Ordnung. Und selbst zu spät kommen ist in Ordnung. Nur, wie du schon sagst, wenn in dem Moment, wo das Bauchgefühl dann übernimmt, weil man sagt, ach Mist, jetzt habe ich doch was verkehrt gemacht, in dem Moment wirst du halt nur noch hin und her geworfen. Und das kann jedem mal passieren und das ist auch absolut nachvollziehbar, aber als Reaktion darauf muss man sagen, okay, entweder kleinere Positionsgröße, das schont häufig auch die Nerven, oder ich entscheide mich gegen den aktiven Handel, also ich nehme das so, ja, das mache ich, es gibt Aktien, wo ich das mache, gerade so im Biotech-Bereich, das Geld ist investiert und abgeschrieben, ist weg. So, warum kann ich das machen? Weil meine Investmentgröße passend ist zu meinem regulären Einkommen. Ja, also die meisten, egal welche Größenordnung, Vermögen. Man kommt nicht an die Börse, um zu sagen, ich habe jetzt nichts und an der Börse werde ich reich. Also die Grundlage mal ja für den Aufbau eines Vermögens ist ja, sind ja Einnahmen. Ist ja nicht die Spekulation an der Börse. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass für einige Bitcoin der Markt ist, wo sie sagen, wenn nicht hier, wann dann? Und wenn du das als Student oder so machst und sagst, ja, weißt du, ich habe meine 1.000 Euro oder 2.000 Euro und die packe ich da rein und entweder das verzehnfacht oder verhundertsichfacht oder eben nicht.
dann ist das ja noch irgendwo okay, weil wahrscheinlich dann der Student oder Auszubildende oder whatever dann im Anschluss einen Beruf ergreift und dann wird er das wieder aufholen können. Aber wenn du auf die Idee kommst, eine Altersvorsorge da reinzustecken, weil du sagst ja, damit überspringe ich doch einfach mal 20 Jahre. Ist doch ganz einfach. Na, wenn sich sowieso verzehnfacht, warum soll ich irgendwas anderes machen? Wäre mein Vorschlag nicht, um es mal so zu sagen. Ja, also ich habe ja letzten Freitag habe ich, was Spannendes postet. Ich tue ja da immer mal wieder so Charts posten, beziehungsweise eben andere Depots. Und da war echt einer dabei, der hat rund 30.000 Euro investiert. Das war ein ganz ein kleiner Altcoin und der hat aus denen 30.200, lass mich jetzt lügen, 225.000 oder irgendwas gemacht und das ist halt schon crazy, muss ich sagen. Gell? Also Hut ab, schöne Performance, aber vielleicht rausnehmen und sich vielleicht davon eine Eigentumswohnung fast kaufen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber so, wenn es dir nur darauf ankommt, dass du möglichst viel Hebel haben willst. Also ich möchte es wahrlich niemandem empfehlen, aber wenn es dir nur auf Hebel kommt und du willst eine ganz schnelle Entscheidung haben, entweder ich bin jetzt reich oder das Geld ist weg, das kannst du auch jederzeit am Aktienmarkt haben. Also ich kann jederzeit eine Aktie kaufen, ich kann dir ein Zertifikat oder eine Option raussuchen und entweder hast du am Ende des Tages oder am Ende der Woche deinen Einsatz verfünffacht oder das Geld ist weg. Das kannst du überall haben. Und aber wenn das für dich Spekulation ist, entweder oder, dann ist das auch ein Plan, aber es gibt vielleicht Pläne, die noch ein bisschen mehr Substanz haben als das. Also ich habe gar nichts gegen Spekulation. Aber selbst dann kommt man ja in den seltensten Fällen auf die Idee, alles auf eine Karte zu setzen. Ich meine, guck dir mal die richtig großen so Venture Capital Fonds an. Von 10 Investments, und das, die haben ein perfektes Netzwerk, so Peter Thiel und Konsorten. Gerade Palantir da an die Börse gebracht. Perfektes Netzwerk, ein guten finanziellen Background. Und dann basteln die so einen Fonds und 8 Spekulationen gehen komplett in die Hose. Obwohl die genau wissen, was läuft, obwohl die am Puls der Zeit sind. Eins läuft ganz gut und eins bringt dann die Mega-Rendite, die dazu führt, dass der Fonds halt sich möglicherweise vervielfacht. Sind ja meistens nicht der geschlossene. Selbst die. Und dann sollte man vielleicht als Privatanleger nicht so arrogant sein zu sagen, ich setze einfach mal alles auf eine Karte. Warum? Oder wieso? Weil Twitter und alle sagen, damit werde ich steinreich. So kann ich doch nicht daneben liegen. Ich drücke die Daumen. Ja, also man wünscht ja wirklich jedem das Beste. Also wenn es aufgeht, also echt herzlichen Glückwunsch. Hast auf jeden Fall verdient, aber ich war auch früher Hardcore-Zocker unterwegs, hatte echt sehr viel Geld liegen lassen. Aber es bringt halt am Ende des Tages nichts. Dein Nervenkostüm geht kaputt, ja, dein privates Umfeld geht kaputt, falls du eigentlich auch ziemlich kaputt bist. Und ja, das Langfristige ist total langweilig, aber es ist effektiv, egal ob das jetzt ETFs sind, ob das vielleicht eine kleine Beimischung an Kryptowährungen sind. Es ist halt echt cool, wenn man da langfristig durchgehend, dass man arbeiten geht, spart, einfach ein schönes privates Vermögen aufbauen kann. Naja, zumal ja auch die ganze, also ich meine, Arbeit hört sich, ja, oder Erwerbstätigkeit, was auch immer. Im besten Fall macht mir das ja auch ein bisschen Freude. Also dieses Überspringen wollen von dem Teil, wo ich Geld verdiene, das nimmt einen ja auch ganz viel. Also natürlich ist es jetzt gerade, sag ich mal so, jetzt gerade ist reichlich viel Arbeit und reichlich wenig Ausgleich. Ja, ist jetzt halt mal so und ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Aber wenn ich es schaffe, irgendwas zu machen, wo ich mal prinzipiell Lust drauf habe, dann ist das ja eine Riesensache. Ist doch völlig unabhängig davon, was ich dann anschließend habe. Und wenn ich sagen kann, das, was ich jetzt mache, das würde ich auch weitermachen, wenn mein Bitcoin so und so viel bringen würde. Darum geht es ja eigentlich. Also da sollte man vielleicht noch viel mehr Energie reinlegen, zu sagen, ich finde da was. Nicht die 100%, dass es dir immer vorkommt wie Happy Hour, das gibt es nicht. Aber und es muss auch wahrlich alles in den sozialen Medien stattfinden. Ja, wenn jemand sagt, ich habe einfach Riesenspaß an der Gärtnerei oder sonst irgendwas, ist es genauso in Ordnung. Aber auch der kann ja über die Geldanlage nachdenken. Und insofern, ja, also das erscheint mir fast wichtiger. Das ist jetzt keine ganz neue Weisheit, aber dass die Höhe des Kontostandes nicht unbedingt mit dem persönlichen oder privaten Glück korreliert, das hat spätestens jeder dann begriffen,
wenn mal irgendwas passiert im Leben, was man nicht mit Geld gerade biegen kann. Ja, das muss jetzt gar nichts Dramatisches sein, aber es kann einfach sein, was weiß ich, du machst dir Sorgen über irgendeine Krankheit oder du hast sonst irgendwas. Wenn du dann da sitzt, das kann was ganz Banales sein, dann denkst du, ach Mann, es wäre eigentlich in Ordnung, Hauptsache mir geht's wieder gut. So, und ich glaube, das sollte man bei, das und Bitcoin kann auch krank machen, wenn du 24 Stunden drauf guckst und sagst, das muss steigen, ansonsten geht für mich die Welt unter. Ja, dann steigt es irgendwann und du bist trotzdem kaputt, wie du schön gesagt hast. Das bringt dir dann auch nichts. Ja. Ja, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus, so nach Corona, wenn dann wieder das Reisen geht? Wo geht es als erstes hin? Weil ich weiß, du hast irgendwo, glaube ich, es war Spanien oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es ist gute 2 Jahre her, hast du auf jeden Fall ein Urlaubsvideo mal gemacht. Ja. Oder war es Costa Rica oder so irgendwas? Also auch sehr, sehr spannend. Wie sieht es denn da aus? Hast du schon Pläne mit deiner Familie? Oh, tatsächlich habe ich schon einige Pläne und ich weiß gar nicht, Urlaubsvideo, ja, das ist doch dieses im Pool da, das. Da habe ich aber heute mir was anderes gesehen, genau. Das war Aruba, war das. Also ich habe mich jetzt getraut, zumindest schon mal Flüge und Unterkunft zu buchen. Mein Sohn geht ja noch zur Schule. Also wir sind ja ein bisschen auf die Schulferien angewiesen. Und also Kanaren, Teneriffa im April. Schauen wir mal. Das wäre der Einstieg. Ansonsten ist die Liste aber jetzt reichlich lang geworden an Dingen, die ich nachholen möchte und auch werde. Aber ja, jetzt nicht zu weit schon im Voraus planen. Hauptsache, man hat erstmal wieder die Möglichkeit. Ja, ich habe schon so einiges geblockt, sagen wir mal, weil ja meine Theorie ist, wenn es wieder losgeht, dann wird die Nachfrage auch ziemlich sprungartig steigen. Brutal, ja. Bin ich mir sogar sicher, da wird es richtig den Druck geben auf die, ja, auf im Endeffekt alle Airlines, Flughäfen und Sonstiges. Ja, bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Ja. Weil einige kenne ich ja schon, die wo jetzt schon nach Thailand rüber sind, weil du kannst ja dort schon wieder einreisen, aber du musst halt 2 Wochen in Quarantäne gehen. Das ist also ich auch sehr. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß, dass man sich momentan wahrscheinlich Kritik einhandelt, wenn man das macht. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Ich habe gerade einen Freund von mir in Südafrika gewesen. Also die haben vorher getestet, im Flieger sitzen nur Getestete, zurückkommen nur Getestete. Also so richtig große Risikofaktoren sind das aus meiner Sicht nicht. Aber lass uns das Thema lieber nicht besprechen. Aber ja, ich habe einfach, meine Tochter hat zwar ihr Abitur schon hinter sich, aber mein Sohn ist noch schulpflichtig. Und insofern passt das jetzt irgendwie einfach nicht rein. Und wenn es jetzt nur meine Frau und ich wären, dann hätte ich mir durchaus vorstellen können, diese ganze Phase irgendwo stattfinden zu lassen, wo ein bisschen mehr Licht ist. Aber es ist, wie es ist. Und ich will auch nicht jammern, weil ich durchaus weiß, dass es viele gibt, für die das jetzt in dem Moment deutlich härter ist als für mich gerade. Ja. Mit Sicherheit, durch den, dass ja auch sicherlich einige ausgestellt worden sind, arbeitslos sind. Andere müssen extrem viele Überschichten leisten aktuell, vor allem Krankenhäuser, wenn man da mal so ein bisschen reinschaut. Ja, es ist relativ, also es ist schon richtig viel, was einige leisten müssen. Und wir sagen zwar immer, dass man denen dann so auf die, wir klopfen denen auf die Schulter und wir applaudieren vielleicht auch. Aber wie wäre es mal mit besserer Bezahlung? Also muss man ja auch sagen, in der Pflege wird richtig schlecht bezahlt. Ja, wenn ich jetzt nicht hier gelandet wäre, dann hätte ich wahrscheinlich 1, 2, 3 Seniorenwohn-Pflegeeinrichtungen von meinem Vater übernommen. Das war der ursprüngliche Plan mal. Aber Pflege, die kommen natürlich in eine viel bessere Verhandlungsposition rein. Aber man muss das muss auch richtig gut bezahlt werden. Denn wir werden es richtig viel brauchen. Ja, wenn wir uns demografische Entwicklung angucken. Also selbst ich gelte dann noch als Jungspund, was da so in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und das müssen wir einfach besser machen. Da hilft es gar nicht. Den Applaudieren reicht nicht. Mehr bezahlen ist dann wahrscheinlich die Devise, um es einfach attraktiver zu machen. Ne? Genau, du hast das gesagt. Ja, das Geld, das spielt halt am Ende des Tages einfach eine wichtige Rolle. Und wieso denen einfach nicht einen fairen, gerechten Lohn zahlen? Von mir aus auch, so wie in Österreich drüben. Also ich wohne ja gleich direkt an der Grenze quasi. Die zahlen drüben 13. bis 14. Gehalt, davon können wir in Deutschland ja nur träumen und die haben drüben auch noch ein viel besseres Gesundheitssystem wie wir, obwohl wir da sowieso nicht jammern dürfen.
Ja, das stimmt. Also du kannst natürlich immer in alle Richtungen gucken. Also ja, das Gesundheitssystem ist auch in der Schweiz sicherlich ein anderes. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die insgesamt ein anderes, ja, eine andere Art der Besteuerung haben. Also eine niedrigere Besteuerung ist natürlich gut, wenn du sehr viele Leute zugezogene hast, die aber auch absolut betrachtet sehr viel mehr versteuern müssen. Thema für sich. Eins ist auch klar, wenn du jetzt in den USA bist, das ist nochmal wieder eine ganz andere Hausnummer. Da legst du richtig viel Geld hin oder nix. Also das ist, wenn wir uns da die Entwicklung anschauen, da sieht das eine oder andere Schwellenland zieht da links und rechts vorbei. Und ja, dafür geht es uns dann, was das Gesundheitssystem angeht, geht es mal ganz gut. Das stimmt, der Markus Koch hat da mal was postet. Das ist auch was, was ich, glaube ich, so schnell eigentlich nie wieder vergessen werde. Seine Tochter, die hat sie mal irgendwas Ja. geworfen gehabt und die waren dann, hast du es auch Ja, gesehen das habe ich gehabt, gesehen, die in die der Höhe der Richtung? Krankenhausrechnung. Ich glaube, das ist allerdings, also das hat dann auch noch mit dem Versicherungsteil und Nichtversicherungsteil und so weiter zu tun. Ich glaube, das ist dann nicht tatsächlich, was man absolut dann letztendlich bezahlt, aber deutlich mehr als hier. Und da ich privat versichert bin, kann ich das sehen. Ja, ich kriege ja die Abrechnung. Ich weiß also, was kostet und einige Sachen sind sehr teuer, aber bei anderen Sachen sagst du ja auch, ja, doch Mensch, damit muss der Arzt auch lange sitzen, um dann seine Angestellte, das Büro und zu davon bezahlen zu können. Aber ist ein großes Thema. Ich glaube, da wird sich einiges tun müssen in den nächsten Jahren. Das werden wir vermutlich so gar nicht auf Dauer aufrechterhalten können, weil es eben auch, das muss ich ja auch fairerweise sagen, ja, irgendwo ein Zwei-Klassen-System ist. Wenn ich jetzt anrufe und ich brauche einen Termin, dann kriege ich den wahrscheinlich die Woche. Und wenn ich jetzt kein Privatpatient wäre, dann können die mich im August nochmal melden. Das ist ja irgendwie auch crazy, muss man schon sagen. Ja, die Erfahrung kenne ich tatsächlich. Ich bin ja Zeitsoldat und das ist ja tatsächlich so, wenn ich irgendwo anrufe, geht es mir genauso wie ein Privatpatient. Die werden einfach bevorzugt behandelt. Ja. Der Arzt macht das natürlich letztendlich auch aus, ja, nicht nur aus Altruismus, sondern weil er damit auch Geld verdienen möchte. Und insofern ist das schon nachvollziehbar. Wenn das System so hergibt, da kann man jetzt nicht sagen, dass die Ärzte alle schuld sind, aber ja, weites Thema. Ja, da kann man Stunden und Tage lang darüber diskutieren, gell? Könnte man, aber sollten wir lieber nicht machen. Definitiv. Ja, wie sieht's bei dir aus? Oder schauen wir mal rein, ob wir ein paar Fragen haben. Nee, habe jetzt. Ja. Wie sieht es bei dir die nächsten Tage aus? Auf was legst du aktuell so ein bisschen Auge? Ist eher ganz klassisch Aktienmarkt oder eher Richtung Währungen, also allgemein Euro, US-Dollar oder Euro, britischer Pfund? Wie sieht es denn da aus? Wo legst du die nächsten Tage mal Werte drauf? Ich habe eigentlich immer das gleiche Screening. Das heißt also, ich habe jetzt gar nicht bestimmte Werte, auf die ich mich dann mal schaue, sondern allein schon, weil ich ja für die Leser einen recht breiten Ansatz habe, gibt es jetzt also keine speziellen Märkte, auf die ich schaue. Grundsätzlich mal wird es interessant zu sehen sein, ob Gold und Silber hier ihre Tiefs halten können. Im Aktienmarkt selber. Ja, hat eigentlich auch an der richtigen Stelle jetzt eine Reaktion zur Oberseite gezeigt, sollte auch nicht unter die Tiefs der letzten Woche rutschen, also wenn ich mir den DAX jetzt anschaue. Wäre aber auch typisch, dass wir jetzt mal eine Phase haben, wo wir eben keine eindeutigen Bewegungen in die eine oder andere Richtung sehen, nachdem ja die letzten Wochen doch recht bullisch waren. Und grundsätzlich mal ist eine Konsolidierung auf höherem Niveau ist ja nichts Bärisches, ja. Also wenn die Kurse mal ein paar Tage nicht steigen, aber tatsächlich auch nicht großartig fallen, dann ist das eigentlich eher ein bullisches Signal. Aber so die ganz großen Bewegungen sehe ich hier im Moment in den meisten Märkten nicht. Ja, tut ja auch mal gut, wenn wir einfach mal seitwärts ein paar Tage oder ein paar Wochen laufen. Ich hätte nichts Vor allem jetzt, dagegen. wenn, ja, vor allem jetzt, wenn dann die Berichtssaison richtig losgeht, das wird auch sehr, sehr spannend wieder. Ja. Ja, absolut klar. Das ist, wobei die nächste vielleicht noch spannender sein könnte, weil die natürlich dann noch mehr reinhaut. Also im Vergleich zum Vorjahresquartal. Allerdings muss man auch sagen, dass der Markt halt
auch nur sehr, sehr wenig erwartet. Und dementsprechend ist das Enttäuschungspotenzial. Also ich denke, das wird eine Berichtssaison sein, wo wir anschließend nicht sagen können, alle haben enttäuscht oder alle haben nicht enttäuscht. Das wird sehr unternehmensabhängig sein. Und wir werden da sicherlich auch große, große Schwankungen sehen bei dem einen oder anderen Wert, weil auch die Analysten so ein bisschen im Dunkeln tappen. Ne? Das ist, wenn man sich anschaut bei einigen großen Aktien, wie weit da die Analysten auseinander liegen. Ich meine jetzt gar nicht mal Tesla zwischen $1,000 und $105. Ja. Ja, aber gerade bei den Highflyern wird es eben ganz besonders drauf ankommen, wie sie jetzt liefern und ob sie liefern, klar. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bin ja auch schon gespannt, was da sich alles wieder bewegen wird. Genau, ich schaue gerade im Hintergrund, aber ja gut, wir heute mit US-Feiertag ist halt auch echt, wird es jetzt ziemlich ruhig zu Ende gehen. Eine interessante Frage war auf jeden Fall vorher gerade im Chat drinnen. Wie sieht es denn bei dir so mit China aus, durch dem, dass da jetzt ein bisschen Stunk auch mit Alibaba und Co. gegeben hat? Lass du eher aktuell die Finger davon? Oder? Also ich habe zu Alibaba ja ein Video gemacht und gesagt, dass ich meine Probleme so ein bisschen mit Alibaba habe. Aber ansonsten, das ist für mich politisches Geplänkel. Also für mich spielt China weiterhin eine Rolle, auch im langfristigen Depot. Das ist ja genau der Moment. Ja, wenn ich natürlich sage, ja, jetzt sind die Nachrichten schlechter, jetzt verkaufe ich meine China-Aktien, dann werden sie wieder besser, dann kaufe ich wieder China-Aktien. Das wäre dann genau das Gegenteil von dem, was ich für die langfristige Anlage eben propagiere. Also entweder einem gefällt das Unternehmen oder eben nicht. Und es gibt ja durchaus auch chinesische Unternehmen, die nicht so schrecklich viel Umsatz in den USA generieren. Die werden dann möglicherweise mit runtergezogen, egal ob sie auf irgendeiner schwarzen Liste sind oder nicht. Also insofern, nee, das spielt für mich keine ganz große Rolle. Ja, China ist eh krass. Also wenn man da überlegt, wo die eigentlich noch vor, ja, sagen wir so groben Jahrzehnt standen sind, wo sie jetzt stehen und wo sie eventuell dann in einem weiteren Jahrzehnt stehen werden. Jetzt auch mit der neuen Seidenstraße, die wo gebaut wird, das ist ja auch ein Bauvorhaben, brutal einfach. Ja, absolut. Also es führt sicherlich kein Weg an China vorbei, zumal das, was wir zu Recht kritisieren, für China natürlich auch Vorteile bietet. Ja, es kann am Ende, kann Peking regieren, ob uns das gefällt oder nicht. Und das ist immer einfacher, als wenn du dich mit vielen Leuten absprechen musst. Und ja, also wir müssen da sicherlich, man darf sicherlich auch kritisch bleiben. Aber das wird dann eiskalt und gnadenlos durchgesetzt. Und das sieht man ja auch, wenn einer dem Xi Jinping, also in Peking, da auf die Füße tritt, so wie Jack Ma, dann wird ihm erzählt, wahrscheinlich wird ihm dann per WeChat zugerufen, ein bisschen leiser, mein Freund. Und das ist er dann auch, schlau genug, dann leise zu sein. Ja, ist auch richtig irgendwo so, dass einfach einer mal wirklich durchgreift. Also das haben wir in Deutschland ehrlich gesagt so, ich sage jetzt mal so, gar nicht. Also das ist jetzt nur meine eigene Meinung. Ja, ich glaube, ich kann mit jedem demokratischen Prozess was anfangen, aber das kann ich wenn einer durchgreift, dann heißt das ja auch, einer müsste schlauer sein als alle anderen. Und insofern, Demokratie ist bestimmt anstrengend, aber ich sehe da keine richtig sinnvolle Alternative, auch wenn man sich das natürlich häufig wünscht. Nee, das ist sowieso klar. Also da gebe ich da hundertprozentig recht. Aber es wäre halt schon mal interessant, da jemanden, also Merkel, ich weiß nicht, also das ist meine Ansicht, dass die Merkel schon einen guten Job macht, aber ab und zu sollte man halt dann auch mal viele eingestehen und das kommt halt gar nicht von oben. Also ich habe auf YouTube das erfolgreich vermieden und werde das wahrscheinlich auch weiter, über Politik zu sprechen. Und zwar deshalb, weil sie immer extrem von der Geldanlage ablenkt. Ich kann mich nämlich über ganz viel beschweren und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn mir einer Alternativen gleich mit liefert. Also der reine Protest, mit dem kann ich eben wenig anfangen. Und das ist aber oft in den sozialen Medien. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Wir werden überall ausgebeutet. Und dann sollte ein Aber oder ein Wenn kommen, wie man es anders machen sollte. Ja, keine Ahnung, bedingungsloses Grundeinkommen oder was auch immer. Irgendwelche Alternativen vorstellen, statt zu sagen, das ist alles Mist.
Und das, deswegen versuche ich es aus den Videos weitestgehend rauszuhalten oder aus dem Podcast, weil ich, sonst musst du so viele Wenn und Abers besprechen und am Ende versucht dich doch einer in irgendeine Ecke zu drücken. Und ja, dann lenkt es so sehr vom Thema ab. Da hat man dann sehr viel, einfach einen großen Aufwand mit und es bringt nichts. Sehr gut gekontert auf jeden Fall, muss ich sagen. Nee, hast du auch total recht eigentlich, ja, muss ich zugeben. Ja, dann auf jeden Fall zurück zum Aktienmarkt. Wir haben ja jetzt eben 2020 den starken Rebound gesehen, wo du dann eben dann auch ab 11.400 eingestiegen bist. Hättest du eigentlich vermutet, dass wir so schnell eigentlich neue Hochs sehen allgemein im Markt? Auch da muss ich sagen, dass ich mir die Frage gar nicht stelle. Also ab dem Moment, wo ich sage, das ist, ich habe ein Kaufsignal, ist die Geschwindigkeit des Anstiegs, die ist unterschiedlich. Also nein, hätte ich nicht gedacht. Sonst hätte ich ja, wenn ich vorher schon gewusst hätte, wann und wie schnell wir dann neue Hochs, wobei im DAX hat sich ja dann noch reichlich Zeit gelassen, man hätte ja auch S&P 500 oder Nasdaq kaufen können, dann ist schließlich und endlich nur die Frage, was muss ich machen? Bin ich tendenziell bullisch oder bärisch? Und das war für mich einfach der grundsätzliche Schwenk, zu sagen, okay, ich habe jetzt, das ist für mich wieder ein Bullenmarkt, so crazy das auch sein mag in der Phase von Depressionen. Aber, und das ist alles. Wie schnell der Markt das dann umsetzt, das kann ich letztendlich gar nicht, ich kann das A, nicht beeinflussen und B, das hängt natürlich auch von ganz vielen Variablen ab, die ich gar nicht kenne. Das Einzige, was ich sagen kann, ist okay, also im aktiven Handel, im langfristigen Aufbau interessiert mich das ja gar nicht. Aber im langfristigen Handel kann ich nur sagen, okay, im kurzfristigen Handel, hier ist die Kaufmarke, ich bin drin, da würde ich wieder aussteigen, fertig. Und dann, ob ich dann in Einzelaktien gehe oder auch nicht, es ist mein einfach dann, das grundsätzliche Setup ist bullish. Und so war dann anschließend auch jedes Video. Ich glaube, dass die Rallye sich weiter fortsetzt, denn jeder Trend bestätigen Gedanke ist immer besser, ist immer gesünder, ist immer rentabler, als dauernd zu sagen, es muss doch wieder abwärts gehen. Und deswegen, nee, die Geschwindigkeit habe ich auch nicht gedacht, weil ich natürlich auch nicht vorher weiß, wie viel tausend Milliarden dann ausgegeben werden. Ja, das ist im Übrigen auch sowas. Du siehst immer die Kritik, ja, wer soll das alles bezahlen? Ja, was hätte man denn sonst machen sollen? Jetzt in dieser Phase ja, es geht in Staub und Asche verfallen lassen. Nicht mal die Crash-Propheten meinen das, wenn sie sagen, man sollte die Zombie-Unternehmen sterben lassen. Ja, dass die dabei dann auch überleben. Das ist halt so. Eine Notenbank kann keine Politik machen, die sich auf einzelne Unternehmen bezieht. Aber jetzt zu sagen, sowas wie Corona-Hilfen und so weiter hätten wir alles nicht machen sollen, das ist ein marktbereinigender Prozess, ist ja völliger Unsinn. Das ist genau wie bei der Finanzkrise. Hätte man das durchziehen lassen, hätte man eine Arbeitslosenquote gehabt von 25%, das hätten ja nicht die Spekulanten bezahlt. Das hätten all diejenigen bezahlt, die sich Geldanlage nicht leisten können. Deswegen der Moment, dass der Staat hier unterstützt, das war ja genau richtig. Er hätte schon viel früher in andere Dinge investieren sollen. Das wäre schlauer gewesen. Aber schließlich und endlich ist genau dafür ist er ja da. Dass das allerdings für uns anschließend dann ein ziemlicher Berg sein wird, das ist so. Aber es hat sich ja, für mich ist da kein großer Masterplan dahinter. Also ich glaube nicht, dass wir seit 6 oder 8 Monaten dann über Pandemie und über Maßnahmen sprechen, über die man auch streiten kann, mit der Absicht, weil ja, dann kann im November kann dann endlich die EZB ihre digitale Währung durchsetzen. Ja, ich glaube, dass das die Folge sein wird. Aber so viel Zuversicht in die große Strategie von irgendwelchen Hinterzimmern habe ich dann auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich schon auch gut, dass die halt viele Unternehmen unterstützen, die wo halt jetzt einfach aktuell nicht aufhaben. Friseure, Gastronomie, Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Die haben ja gar keine Möglichkeit, dass die aktuell irgendwie am Geld verdienen denken können, beziehungsweise müssen die auch alle Fixkosten zurzeit noch decken. Ja, die Physiotherapeuten, da bin ich jede Woche, die dürfen arbeiten diesmal. Aber tatsächlich die anderen, also Friseure und so weiter, Einzelhändler, ja, da ist dicht. Und wenn man da jetzt nichts machen würde, dann gäbe es die anschließend alle nicht mehr. Und das hat ja auch nichts mit persönlicher Bereicherung zu tun, denn alle, die ich kenne im privaten Umfeld, die würden viel lieber arbeiten.
anstatt dass sie jetzt sagen, ich bekomme hier Geld vom Staat, einiges muss wieder zurückgezahlt werden und so weiter. Also deren Traumszenario ist das nicht. Verstehe aber, also dass das nicht das Traumszenario ist, weil du brauchst dir irgendwo eine Aufgabe, sonst hockst du ja den ganzen Tag daheim rum. Wir in Bayern dürfen bloß 15 Kilometer von daheim weg. Ja. Du kannst da auch nicht wirklich viel machen. Ja, in der Tat. Alles andere ist geschlossen. Das Problem haben wir noch nicht, aber ja, was hilft es dir, wenn du 15 Kilometer weiterfahren kannst? Sieht die Welt auch nicht viel anders aus. Also das Café hat da auch nicht auf, ne? Leider gar nicht, aber ich hoffe, dass irgendwann demnächst einfach wieder die Normalität einbürgert, dass wir quasi auch wieder Kaffee trinken gehen können, Kino, ja, von mir aus auch Klamotten kaufen, alles, was ja ganz normal menschlich ist. Ja. Und dieses daheim eingesperrt sein, ich sag mal, das allererste Mal der Lockdown, weil das auch noch so eine Ungewissheit war, das war ja für viele ein Horrorszenario schlechthin. Ja, es hat mir auch nicht gefallen. Also das stelle ich auch immer fest, wenn ich mit meiner Frau spreche. Ja, das ist schon viel Durchatmen manchmal. Auf der anderen Seite sagt man sich dann ja, okay, wir sind wahrscheinlich nicht die, die sich jetzt beschweren dürfen. Ne? Aber es wäre einfach schön, wenn das bald mal ein Ende hätte. Keine Frage. Wäre auf jeden Fall schön, ja. Dann könnten wir ganz normal wieder reisen. Ist ja auch was sehr, sehr Schönes auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, hoffen wir drauf. Hoffen wir drauf. Kommen ja Bessere Tage wieder, auf jeden Fall. Daumen drücken. Ja. Ja, Lars, du, dann halte ich dich auf jeden Fall nicht mehr länger auf. Du hast jetzt dann noch ein Training auf jeden Fall vor dir. Habe ich gehört. Ja. Ja, ein bisschen was. Wollen Sie mal nicht übertreiben am Montagabend, aber genau, wir haben ja mit dem Tippen meines Alters angefangen und ja, ein bisschen was muss einfach sein, insbesondere wenn man schon mal einen Bandscheibenvorfall hat. Aber genauso wie ich, na dann rede ich lieber noch über körperliche Sachen als über Politik. Aber ja, alles gut. Also passt schon. Mit 1,97 sind halt viele Hebel und die müssen geschmiert werden zwischendurch. Ich stehe schon extra. Ja, ich stehe ja den ganzen Tag hier und sitze nicht. Das ist schon mal viel besser. Perfekt. Ja, Lars, also ich sage Dankeschön, dass du uns oder wirklich Zeit genommen hast. War mir definitiv eine große Ehre. Danke für die Einladung. Sehr gern. Dann sehr schönen Abend noch, gell? Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. Ciao.